Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Link to the Past. In diesem Part werde ich dorthin gehen, weil dort das Kreuz gesetzt wurde. Und ich nehme das mal als Anhaltspunkt dafür, dass ich als nächstes dorthin gehen muss. So, und das ist einiges an Weg. Wenn ich mich jetzt hier auskennen würde, dann würde ich jetzt noch einiges erledigen auf diesem Weg. Aber so natürlich nicht. Außer ich sehe irgendwas. Oh shit. Zack. So habe ich die Bombe wenigstens nicht komplett verschwendet. Lol. So, und hier müsste es lang gehen. Oh shit. Oh shit. Bin ich hier unten falsch? Kann sein. Hilfe. Bin ich bald da oder dauert das noch? Oh. Ich bin nicht noch bald da, ich bin sogar schon fast da. Und das ist kein Synonym. Uff. Hallo? Hier vielleicht? Hier hinten sehe ich doch direkt was, aber ich rede erstmal mit ihm. Richtig, ich bin Sahasrara. Der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, so, ich bin überrascht. Dass ein junger Mann wie du nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Ja, ich denke schon. Gut, dann versuch das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von den Legenden erzählen. Jetzt zum Palast. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab. Ja, genau. Zack. Let's get in there. Was gibt's hier hinten? Mehr Bomben. Und Rubine. Bomben und Rubine. Kranke Scheiß. So, yep, das da ist gemeint. Gut. Was sehe ich da? Ah. Es wird jetzt direkt alles angezeigt. Interesting. Diese Typen ignoriere ich mal. B war schlagen, nicht? Yep. Nee, warte. Ich glaube, hier geht's lang. Nein. Ich muss hier lang. Bam, bam. Hier lang vielleicht so, dass ich dann hier so lang mache und dann hier so runterspringe und dann hier so hoch gehe. Das halte ich für wahrscheinlich und dann. Nee, 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 hier ist nichts. So, du brauchst gar nicht erst anfangen. Okay, er hat mich trotzdem gehittet. Hier oben müsste es sein. Ja, sieht so aus. Uff. Hier ist ein Button. Den könnte ich drücken. Rechts und links ist nichts. Wie es aussieht. So, das ist nur für den Rückweg. So. Warte mal, warte mal. Ach, ich glaube, ich erinnere mich hier an etwas, aber vielleicht ist es auch kompletter Nonsens. Link, gehst du mal hier rüber, wenn ich da eindrücke? What the fuck is happening? Uff. Das war knapp. Wie geschlossen. Was?
Nochmal 100 Rubine. Als ob ich nicht schon genug hätte. Naja, genug Rubine. Ich glaube, das ist ein Oxymoron. Oh mein Gott. Ich sollte diese seltsamen Witze lassen. Rechts oder links? Rechts oder links? Ich entscheide mich für rechts. So, was bringt das? Könnte man mit denen irgendwas machen? Irgendwie ins Auge schießen oder so? Ach, ich habe ja überhaupt keinen Bogen. Oh nein, ich hasse diese Gegner. Also nicht die, sondern die. Wobei, nein, das sind nicht die schlimmen. Die, die nur wegspringen, die sind noch ganz okay, aber die anderen. Die übertreiben es. Was ist das für mich? Sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Wait, da ist eine Treppe. Oh mein Gott, was passiert hier? Also das. Ich will ja nichts sagen, aber. Wer auch immer das hier gebaut hat, versteht nichts von Konstruktion oder von Architektur. Ich würde es auch nicht behaupten, dass ich was davon verstehe, aber. Okay, wer bist du? Kann ich dich irgendwie besiegen? Zum Beispiel damit? Oder damit? Weder noch. Okay, ich werde einfach all diese Dinge aufheben. Vielleicht. Ach, hier ist ein Knopf drin, okay. Und jetzt bin ich hier. Die Karte. Thanks. So. Ich bin unten, wenn ich das richtig verstehe. Und da drüben geht es auch nach unten. Habe ich das vorhin übersehen oder muss ich mir das freispringen? Achso, ne, da muss ich erstmal hinkommen. Das ist der Witz. Okay. Dann gehe ich erstmal hier rüber. Wie man unschwer erkennen kann. Ha, ihr springt weg, wenn ich nur mein Schwert bewege. Zack, stopp bitte. So, hier geht's nur unten lang. Wenn ich das richtig sehe, oder kann ich da was? Nee. Da oben. Okay, hier ist irgendwo ein Schalter wahrscheinlich wieder. Oder? Hier spawnen irgendwelche Gegner. Die nicht an einem diplomatischen. Ex. Irgendwas. Interessiert sind. Mir fällt das Wort nicht ein und das ist nicht gut. Hallo, geh doch mal hin, Link. Danke. Diskurs war das, was ich gesucht habe. Genau. Kompass. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Der ist bitte der Kerkermeister. Ach, der Dungeon Boss. Der Kerkermeister, Jungs. Okay, ich muss zugeben, dass ich das Wort Kerkermeister tatsächlich noch nie gehört habe. Ja, ich gehe erstmal hoch, oder? Warte. Wie ist das denn? Ich vergesse immer, wie man die Karte öffnet. Ne, ich gehe erst runter. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich. Drücke das oder ziehe das. Okay, hier geht's nicht lang. Gut zu wissen. Weil ich mich. Ach nee, ich habe ja immer noch keinen Bogen. Ich weiß nicht mal, ob der Bogen überhaupt was bringt. Ach nein, das sind Tipps. Ach Junge, ich bin so dumm. Link, ich bin das, der doofälteste Sahasarala. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen.
Ja, dann sag mir, wo der Schatz ist und ich bin dabei. Okay, den juckt es recht wenig, dass ich gerade meine Bemachung rausgepackt habe. Fuck. Ich hätte bräuchte noch einen Hit, würde ich mal sagen. Ne, zwei. Zwei, okay. Hier ist doch das Dungeon-Item. Das ist doch nicht zu übersehen. Also ich brauche noch einen Schlüssel. Okay. Könntest du bitte mal schneller sterben? Okay, es hat mir rein gar nichts gebracht. Oh, jetzt bin ich hier, das ist gut. Wo führt mich das hin? Nein. Genau. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Okay, hier sind keine versteckten Räume anscheinend. Holy shit, was machst du? Herzchen. Was zur Hölle? Ich bin nicht blind, aber ich sehe trotzdem wenig. Ein Schlüssel. Wofür könnte ich den wohl gebrauchen? Ah, hier geht's auch noch lang. Makes sense. Wahrscheinlich schon. Nee, ich war weiter unten. Wie lange ich einfach für diesen Dungeon brauche? Ich glaube, es ist ziemlich normal, dass ich so lange brauche, aber. Stirbst du daran? Nein. So, ich hatte gerade eine Unterbrechung. Das war eine ziemlich lange Unterbrechung ungefähr. 2 Stunden würde ich jetzt raten. Hier scheint es nichts zu geben. Ich besieg mal diesen Typen. Komm her. Warum dauert das so lange? Okay, hat mir rein gar nichts gebracht. Ach, jetzt verteilen die sich. So, und jetzt krieg ich den Schlüssel. Kann ich jetzt hier hoch? Yep. So, und jetzt kann ich bestimmt hier an das Dungeon Item. Ja, genau, und das hier. Und das ist der Bogen. Ich denke mal, den brauche ich auch gleich. Wird das? Ich gehe mal lieber. Ich weiß nicht. Soll ich lieber. Ja, okay, ich versuch's mal im Dunkeln. Na komm.
Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Und was ist mit dem? Er ist gerade ein bisschen langweilig, aber diese Gegner, die brauchen ihre Zeit. So. Drüben geht's schon mal nicht rein. Hier. Also doch, da geht's rein am besten. Ich gehe dort erstmal hin. Ach, das ist ein extra Raum sozusagen. Hier gibt es wahrscheinlich nur die... Ach, fuck. Rubine, würde ich mal denken. Okay, war ein kleines Minispiel. Ist hier noch was? Nee. Gut, dann kann ich jetzt hier reingehen. Jetzt geht es eine Etage hoch. Ich kann nur 30 Pfeile tragen. Hör auf. Hat sich gerade ein bisschen aufgehangen. Und ich verliere jetzt noch passend ein Herz. Kurz vor dem Bosskampf. Junge! Ich werde so hart sterben. Na toll, Junge. Ach, jetzt muss ich alle... Ach ja, Mann. So, diesmal läuft es hoffentlich besser. Oh fuck. Ich muss erst das richtige Ding aktivieren. Mal raus. Jetzt geht's wieder zu. Uff, nein, das wird doch wieder nix. Hä? Achso, man muss es richtige aktivieren. Ich kümmere mich zuerst um die Skelette. So, wie besiege ich denn jetzt, ohne zu sterben? Oh fuck, Junge, ich bin so dumm. Pfeil und Bogen. Ach, das reicht schon. Oh Junge, das wird auch wieder nix. Eigentlich kann ich nur hoffen, dass ich jetzt hier voll geheilt werde. Na gut, nicht ganz. Schon wach auf. Zack, zack. Gut. Die Pfeile hätte ich auch wieder drin. Ach, der Bosskampf. Ja, die drehen sich immer so im Kreis, genau. Ich würde es wirklich gern beim ersten Versuch schaffen, also habe ich nichts dagegen.
Oder das reicht schon. Der hier hat mir noch zu viel HP, glaube ich. Okay, der ist dead. Als ob! Ich glaube, der letzte, der am meisten HP hat. Also, ne, ich meine, der letzte, der überlebt von diesen. Von diesen Gegnern, kriegt dann nochmal so einen Buff. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrara. Jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Gut. Das war's dann mit diesem Part. Und dann bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda: A Link to the Past.